iRacing hat neuen Content gekriegt. Es gab einen riesen Patch. Und was da drin war, erfährst du im neuen Video. Heute ist der 5.6. und wir haben ja letztens gerade ein Video gehabt zu den Patchnotes, wo ein paar Sachen angekündigt wurden, wie zum Beispiel die Corvette, der Sachsenring und der Mustang zum Beispiel. Und ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und habe das mal alles ein bisschen ausprobiert. Ich bin jetzt so meine 3-4 Stunden gefahren und würde euch diesbezüglich mal ein bisschen Feedback geben. Was habe ich denn heute nur alles ausprobiert? Ich bin heute Sachsenring gefahren. Das Ganze habe ich in der Kombination mit der Corvette gemacht und mit dem Mustang. Die Strecke ist richtig, richtig geil. Ich bin selber noch nie Sachsenring gefahren und das war für mich heute das allererste Mal, dass ich auf dieser Strecke unterwegs war. Und Sektor 1 und 2 gefällt mir richtig gut. Der ist sehr technisch, weil dort die Kurven ja variieren zwischen sehr weit und offen und am Ende nochmal etwas zufallen und du dich dort wirklich bemühen musst, dass vernünftig zu fahren. Plus, dass einige Kurven sehr uneinsichtig sind. Also du fährst so berghoch und siehst nicht wirklich was und musst dir irgendwie Anhaltspunkte suchen. Ich hatte am Anfang wirklich so meine Schwierigkeiten mit der Strecke. Aber so nach einer Weile, also meine Zeiten sind bei weitem noch nicht gut. Ich bin auch mit Fix-Setups gefahren auf den beiden Fahrzeugen und das hat wirklich Bock gemacht. Und ich freue mich wirklich sehr, wenn sie in den normalen Rennbetrieb reinkommen und sie vielleicht in der VHS oder in der IMSA mal zu fahren ist, dass man dort GT3s drüber fahren kann oder vielleicht sogar GTP. Man muss mal schauen, wie das mit Multiclass aussieht, weil die Strecke doch sehr eng ist und ich bin gespannt, ob iRacing das umsetzen wird, dass wir dort Multiclass fahren können. Wenn dem so ist, freue ich mich sehr auf die Woche. Da gehe ich auf jeden Fall rein und teste das mal an. Dann hatten wir ja noch die Strecke Navarra in Spanien. Die bin ich heute auch gefahren. Die finde ich auch unfassbar fantastisch. Also die haben sie sehr toll umgesetzt. Die Streckenführung ist auch wahnsinnig schön und auch sehr, sehr technisch. Also es ist nicht so mit Anbremsen reinlaufen lassen und rausbeschleunigen, sondern das ist auch wieder so ein, ja, zwischendurch mal uneinsichtige Kurven, sehr spitze Kurven, die dann auf einmal sehr weit aufgehen. Und ich habe auch dort meine 5 Runden drauf gedreht, um einfach mal zu gucken, wie so das Feeling ist mit dem Mustang. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ist auch eine sehr schöne Strecke. Und das Gute ist, die haben wir for free mit dazu bekommen. Das heißt, die kannst du so auch mal fahren. Ich könnte mir vorstellen, dass die Strecke sehr viel Spaß macht in Formula-Fahrzeugen, die du so richtig schön um die Kurven schmeißen kannst. Aber kommen wir mal zu dem, ja, Hauptaugenmerk des Patches, wo sich sehr, sehr viele Leute drauf gefreut haben, die Corvette und der Mustang. Ich habe als allererstes die Corvette genommen, weil Lilo, die wundervolle, eine Zuschauerin von mir, über Nacht die Livery gemacht hat für das Fahrzeug, die schon wieder unfassbar sexy aussieht auf dem Auto. Dankeschön an der Stelle, Lilo, für die Nachtschicht. Das hat die ganze Sache heute nochmal abgerundet. Die Corvette sieht vom Äußerlichen her unglaublich schön aus. Total schön Hintern, eine schöne Seite und eine ganz tolle Front. Innen drinne sehr minimalistisch gehalten, nichtsdestotrotz ein sehr tolles Fahrzeug. Von außen im Klang sehr schön. Von innen, ich will nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen anders vorgestellt, weil die Corvette ist ein amerikanisches Fahrzeug und ich würde mal behaupten, amerikanische Fahrzeuge sind mehr so, ja, so ein bisschen mit Muskelkraft verbunden und ein bisschen brummiger und ein bisschen energischer, aber die Corvette ist eher weniger energisch und ein bisschen ruhiger und hört sich so leicht an wie ein getunter Rasenmäher. Das war ein bisschen eigenartig. Von außen klang sie wirklich sehr schön, von innen gewöhnungsbedürftig. Vom Fahrgefühl her würde ich sagen, geht das so ein bisschen in die Richtung Audi. Also Mittelmotor, sehr sensibel auf der Bremse, bloß nicht zu viel bremsen, sonst kommt das Heck mit und man ist so ein bisschen am Rudern. Also ich hatte am Anfang wirklich meine Schwierigkeiten, damit klarzukommen, aber wenn man sich da mal so ein bisschen eingefuchst hat, hat das funktioniert. Und das war auf dem Sachsenring. Dann habe ich mir gedacht, Mensch, probier das doch mal auf einer anderen Strecke aus. Dann bin ich nochmal Le Mans gefahren, weil ich Le Mans sehr viel fahre. Das ist eine meiner Lieblingsstrecken. Da lief sie wiederum ganz gut und lief super stabil. Dann bin ich nochmal Watkins gefahren. Auf Watkins war das auch an manchen Stellen so ein bisschen ein Ritt auf der Kanonenkugel, aber trotzdem machbar. Weswegen ich vermute, dass das Setup für den Sachsenring noch nicht wirklich so ausgereift sein könnte
oder durch diese ganzen engen Kurvenkombinationen, die du dort hast, das Auto sehr, sehr sensibel ist. Ich möchte dazu extra nochmal anfügen, ich teste alle Fahrzeuge in den Patches immer mit den Standard-Setups, damit alle Autos die gleiche Chance haben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich das natürlich mit einem Setup dann ändern wird, aber jetzt das, was du von mir hörst, ist mit Standard-Setup. Overall würde ich sagen, macht die Corvette wirklich sehr viel Spaß, wenn man sich an den Klang im Fahrzeug selber gewöhnt hat und vielleicht nicht wie meine Wenigkeit mit dieser ja, voreingenommenen Einstellung rangeht, dass das sehr amerikanisch klingen muss, was auch immer amerikanisch bedeutet, und mit dem Innenleben und dem Sound im Auto selber drinne klarkommt, ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Auto und macht wirklich sehr viel Spaß. Kommen wir mal zum Mustang. Der Mustang hat mir das ein bisschen angetan. Der klingt wirklich wie wie so eine Blubbermaschine aus Amerika. Der hat richtig Zug unten drunter, der macht richtig Bambule und der fährt sich wirklich sehr schön. Mir wurde heute im Chat mal zugetragen, dass der ein oder andere den sehr schwergängig findet und das vom Lenken her sehr, schwierig ist und dass sich wie ein Schiff anfühlt. Das Gefühl hatte ich persönlich überhaupt nicht. Das könnte natürlich daran liegen, dass mein Fahrstil besser mit dem Mustang klarkommt als beispielsweise mit der Corvette, was ich aber auch wieder so nicht unterschreiben kann, weil ich sehr, sehr gerne Porsche fahre und dieses agile Fahren doch sehr gut finde. Beim Mustang, der hat auf dem Sachsenring gleich Bock gemacht. Das war super gut und es lag wirklich fantastisch auf der Strecke. Auf Le Mans war es auch wirklich gleich, ging super runter, hat sehr viel Spaß gemacht. Auf Watkins Glen bin ich auch gefahren, um die neuen Curbs auszuprobieren, die dort reingepatcht wurden. Das war absoluter Wahnsinn, also wie das Ding durch die Schikane durchgeflogen ist. Zwischendurch hatte ich wirklich 4 Reifen in der Luft und bin quasi gesprungen. Das war absoluter Wahnsinn. Das fühlte sich im Auto auch völlig Banane und verrückt an. Ist auch dazu gekommen, dass ich 1-2 Mal gedriftet bin. Also da muss man demnächst ein bisschen anders mal fahren, aber dazu komme ich gleich nochmal. Also overall kann man sagen, der Mustang hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich jetzt mal meine bescheidene Vermutung äußern darf, würde ich fast meinen, der wird noch mal gepatcht. Also der ist wirklich sehr, sehr ruhig. Wenn man Le Mans nach den langen Geraden diese engen Kurven anfährt, wo die G-Kräfte sehr stark nach links ziehen, war der doch ein bisschen sehr, sehr ruhig. Und die Bremsen, holy moly, wenn die wirklich im realen Leben so sind, ich kann das ja überhaupt nicht einschätzen, weil vom Ford Mustang hat man noch nicht viel gesehen. Alter Verwalter, die sind einfach noch mal viel krasser als die vom Porsche. Und das Ding ist ja einfach so ein Schwein. Also bremstechnisch würde ich sagen, ist das schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also den Pott kriegst du sehr schnell zum Stehen. Und das macht auch wirklich sehr viel Spaß. Die Bremspunkte waren dementsprechend leicht weiter nach vorne geschoben. Aber kann ich wirklich nur empfehlen, möchte aber trotzdem bemerken, dass ich vermute, dass der nochmal gepatcht wird. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Auto gesammelt habt und das vielleicht im Real Life schon mal gesehen habt, wie er dort performt. Aber jetzt gerade aktuell in iRacing, Tag 1, holy moly, ist das eine Rakete. Ich habe es auf allen Strecken wirklich genossen, das Fahrzeug zu fahren. Und was ich sehr, sehr witzig finde, und das ist mir auch erst im Laufe der Zeit aufgefallen, als Robin Schwanke mich darauf aufmerksam gemacht hat, das Sichtfeld ist ungefähr so groß, weil von oben kommt nochmal so ein Sonnenschutz runter und unten hast du halt das Armaturenbrett und die Sicht ist wirklich super klein, was mir beim Fahren gar nicht aufgefallen ist, bis mir das gesagt wurde. Also das finde ich auch sehr interessant, wie ja, Ford das umgesetzt hat. Ich kenne das bis dato nur vom Lamborghini, wo die Scheibe halt wirklich sehr spitz nach unten geht und du nur ein kleines Sichtfeld hast, aber das ist ja beim Mustang nicht so. Die haben halt einfach oben nochmal den Ford Performance Aufkleber draufgeknallt und hast da halt so ein kleines Blickfeld. Also es fühlt sich so ein bisschen an wie, wie so ein Kinofilm, wo oben und unten sehr viel schwarze Streifen dran sind. Nichtsdestotrotz, fantastisches Fahrzeug. Wenn wir jetzt mal zu der Strecke Watkins Glen kommen. Bei Watkins Glen wurden nochmal die Curbs überarbeitet. Da ist ja iRacing auch gerade dran, viele Curbs nochmal umzuändern oder zu verbessern und die 3D-Curbs mit dazu zu machen. Also die Schikane auf Watkins Glen, wenn du den Schuh mitfährst. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Die Autos sind einfach, also mit Standard-Setup haben die schon wie Flubbis. Also da musst du im Lenkrad musst du wirklich sehr stramm arbeiten, um den da durchzukriegen und auch mal ein bisschen Piano machen. Gerade wenn du reinfährst und dann wieder raus willst und auf den linken Körper raufkommst. Also da ist mir wirklich der Mustang regelmäßig mal
hochgeflogen. Den Porsche habe ich dann auch nochmal ausprobiert, zur Sicherheit, weil ich nochmal gucken wollte, wie es mit den Reifen aktuell aussieht, weil es gab ja im vorigen Patch, wurde mir zugetragen, hatten ein, zwei Leute, die etwas schneller sind, Split 1 unterwegs sind, Content Creator, sind ein paar Probleme mit den Reifen, was mir als, ja, sag ich mal, durchschnittlicher Fahrer oder ein bisschen schneller durchschnittlicher Fahrer nie wirklich so sehr aufgefallen ist, bis auch bei meinem Nordschleifentest, den ich am Sonntag gemacht habe, wo der BMW doch sehr unruhig war auf der Bremse, was nicht wirklich normal war. Und auch der Porsche hatte so ein bisschen so ein unruhiges Gefühl und ich mir selber nicht wirklich sicher war, ob das jetzt meine Wenigkeit war, ob es die Reifen waren. Ich konnte es nicht wirklich rausfinden. Aber hier an der Stelle kann man sagen, der Porsche fuhr sich jetzt auf den beiden Strecken sehr, sehr gut. Er war wirklich safe und hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Ich bin jetzt 6-7 Runden bin ich am Stück gefahren, habe die Kiste mal ein bisschen rangenommen, auch mit dem Standard-Setup. Und da lief das ganz gut. Ich würde aber sagen, ich werde das die nächsten Tage noch ein bisschen intensiver testen und mal gucken, ob sich das so im Laufe des Rennens bemerkbar macht, dass die Reifen irgendwie Probleme machen oder dass irgendwie ein bisschen rutschiger wird oder die irgendwann rundgelutscht sind. Das muss ich jetzt erstmal selber noch beobachten. Dann gab es noch eine große Änderung. Die GTP-Reifen wurden ja angepasst für den Regen. Da bin ich heute noch ein bisschen Sebring gefahren, habe schon guten Regen eingestellt, also jetzt nicht Monsun, weil das ist immer ein bisschen sehr arg übertrieben. Wenn du die halbe Ostsee auf der Rennstrecke hast, das ergibt ja nun nicht wirklich Sinn. Das wird ja so keiner fahren, würde ich mal behaupten. Und das fühlte sich auch wirklich sehr schön an. Ich bin den Acura im Standard-Setup gefahren, der ja untenrum wirklich sehr viel Zug hat. Und da war die TC auf 7 und die TC Cut auch auf 7. Und das lief wirklich fantastisch. Also man muss natürlich ein bisschen ruhiger fahren, aber es war bei weitem nicht so aggressiv und, ja, ich sag mal, ein Ritt auf der Kanonenkugel wie vorher. Also die Änderung scheint auch gut umgesetzt worden zu sein. Robin Spahnke hat mir auch nochmal als Feedback gegeben, der wirklich sehr, sehr viel GTP fährt und auch schon ein bisschen weiter oben fährt als ich. Also Split 1, glaube ich, 5K, 6K i-Rating. Hat er auch mir nochmal versichert, dass er das auch findet, dass es besser geworden ist. Und das konnte ich dann an der Stelle auch einfach nur so unterschreiben. Werde ich aber auch nochmal die nächsten Tage gucken, weil Reifen kannst du ja nun nicht an 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden festmachen. Muss man sich ein bisschen genauer ansehen. Dazu werde ich euch aber dann nochmal was erzählen, wenn es soweit ist. Und dann kommen wir zu einer Änderung, die hat mich wirklich sehr arg überrascht. Ich hatte euch ja in dem Video gesagt, dass die Trucks bei NASCAR nochmal überarbeitet werden und die neuen Buddies bekommen. Und ich habe vor kurzer Zeit bin ich Darlington gefahren, weil ich in einer Online-Serie in NASCAR gefahren bin. Dort bin ich dann Xfinity und Trucks gefahren. Und dann habe ich mich heute mal auf Darlington bewegt mit dem Truck, mit dem Standard-Setup, was ich vorher, also vor einer Woche, selber gefahren bin. Und boy, oh boy, Trucks werden sehr interessant demnächst. Die Autos, da musst du jetzt richtig ackern und arbeiten, dass die über die Strecke kommen. Also, ich würde mal behaupten, die sind jetzt so auf Xfinity-Level. Xfinity war immer so ein bisschen, also je nach Strecke, hat sich das manchmal angefühlt, als wenn du auf rohe Eier fährst. Und das war wirklich so, du musstest so zärtlich Gas geben, dass das Auto nicht irgendwie hinten die ganze Zeit verschwindet und den hier macht. Und beim Truck musst du wirklich jetzt ganz doll arbeiten im Lenkrad, dass du auch nur ansatzweise die Pace hinbekommst, die du vorher hattest. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt, wie sich das verhält auf den anderen Strecken, wie es dann nachher aussieht mit Dirty Air, also wenn Leute auch noch vor dir fahren, weil das ist bei NASCAR ja wirklich katastrophal. Also nicht katastrophal, dass es schlecht umgesetzt ist, sondern du kommst dann richtig ins Schwimmen. Das werde ich definitiv auch die nächsten Tage mir nochmal sehr, sehr genau angucken, wie sich das dann verhält. Aber das bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Also falls du Truckfahrer bist, ja, lass mich doch mal wissen, wie du die neuen Buddies bzw. Aerodynamik findest, die ist wirklich sehr interessant. Hast du den Patch schon ausprobiert? Bist du schon reingegangen und hast dir die Fahrzeuge gekauft? Weil das würde mich mal brennend interessieren. Ist jetzt die Corvette oder der Mustang dein Favorit? Oder bist du eigentlich gar kein iRacing-Fahrer und guckst dir dieses Video einfach nur an? Dann bedanke ich mich an der Stelle übrigens, dass du dir das angesehen hast, auch wenn du kein iRacing fährst. Und ich freue mich sehr auf eure Kommentare. Dankeschön übrigens auch an der Stelle, dass ihr davon mittlerweile so unfassbar viel schreibt, dass ich
leider nicht mal mehr hinterher komme, alle zu beantworten, sondern immer nur mein Herzchen hinten dran mache, dass ich es gelesen habe. Und ich wünsche euch allen einen fantastischen Tag, wenn du das Video jetzt ausgemacht hast und einen Daumen hoch oder runter gegeben hast, weil beides ist für mich fein. Es ist Feedback, mit dem ich arbeiten kann, um zu gucken, was euch da draußen gefällt. Dann möchte ich noch den Kanalmitgliedern danken, die darüber hinaus noch den Kanal unterstützen. Und vielleicht sehen wir uns im Livestream bei Twitch oder vielleicht bei Instagram, wo ich relativ aktiv bin, falls du noch mal was sehen möchtest außerhalb dieses Contents. Ist da eine richtig gute Adresse. Und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Haust rein. Ciao, Kakao.